Dieser Wechsel mit den Klamotten ist immer das Geilste. Leon, it's been 6 hours since our last transmission. I was starting to get worried. Don't you mean lonely? Anyway, I started to feel dizzy and then I guess I must have lost consciousness. Lost consciousness? Maybe that has some connection to what the village chief was talking about. Hmm, can't say. But I'm all right now. I'm gonna continue my mission. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, das ist ein Zettel. Anonymer Brief. Im Wasserfall ist ein wichtiges Objekt. Kannst du es erlangen, gelingt es dir vielleicht, Ashley aus der Kirche zu befreien. Danke für den Tipp. Aber Vorsicht, der Weg durch die Kirche ist kein Zuckerschlecken. Schluckerzecken, genau. Es gibt dort ein El Gigante. Also sei auf der Hut. Genau. Und was in deinem Körper passiert, ich würde dir helfen, wenn ich könnte, aber ich bin überfordert. Okay, wir haben also einen heimlichen Verbündeten. Ist das eventuell Ada Wong? Wer weiß, wer weiß. So, da ist eine Blendgranate und da liegt auch was. Ich werde, also normalerweise würde ich jetzt hier abspeichern, ist nichts Ungewöhnliches, aber ich möchte ganz gerne vielleicht nochmal eben rausfahren mit dem Boot. Denn wie gesagt, es gibt noch was zu entdecken. War hier eigentlich auch noch ein Nest? Ich bin mir nicht sicher. Genau, wir können nämlich nochmal mit dem Boot zurück. Was blinkt denn da? Der hat ja etwas geleuchtet im Wasser. Hier ist nix. Also normalerweise führt uns der Weg jetzt da hinten rechts weiter. Und die... Ah, ein Barsch. Nein, nee, komm, ich lass den. Die Barsche bringen jetzt nicht so viel Geld. Weil da hinten seht ihr zwei blaue Lichter. Und da steuern wir jetzt mal eben drauf zu. Denn da hat sich der Händler versteckt. Den wollen wir mal eben aufsuchen. Das weiß man gar nicht unbedingt. Das habe ich tatsächlich auch erst durch die Komplettlösung erfahren, dass man hier praktisch hin kann. Und da hat man so einen kleinen extra Bereich, wo man nochmal seine Waffen aufleveln kann und noch ein paar Sachen finden kann. Ein paar Schätze sowieso und sowas halt, wie wir das kennen. Yo. Das ist eigentlich voll cool. Hier ist nämlich noch so ein Fass. Oh, gibt es noch über 1000. Hier ist noch was. Da gibt es Muni. Da ist jetzt nichts drin. Nochmal Munition. So, ich kann hier aber... Genau, hier ist eigentlich der Händler. Aber ich bin der Meinung, hier gibt es noch was. Warte mal, wo war denn das? Ich kann doch hier irgendwo hochgehen. War das hier nicht? Ah, okay. Genau, das kann ich wegschieben. Ich wollte gerade sagen, es ging hier noch weiter, das wusste ich. Hier gibt es, glaube ich, noch einen kleinen Schatz zu entdecken. Patronen. Da ist eine Leiter, genau. Da wollen wir hoch. Dann können wir hier nochmal wegschieben. War da gerade noch was eben hier? Da hat auch wieder was geleuchtet, ne? War, glaube ich, nur die Fackel. So. Da geht's nicht weiter. Aber hier, da leuchtet noch was drin. Das können wir gleich unten einsammeln. Da gibt's auch noch Geld. Boah, ist doch ein bisschen... Oh, ein grüner Edelstein. Den können wir auf jeden Fall in die Maske einsetzen, glaube ich. Genau. Weil sonst kriegt man die Maske nämlich nie komplett. Und ich wollte, glaube ich, wissen, wie man die Maske komplett bekommt. Diese mit Kerben besetzten... Oder die Maske mit Kerben, die wir da eingesammelt haben. Und mir fehlt halt immer ein Edelstein. Und ich wusste nicht, wo kriegt man den denn, wenn man die überall komplett haben will. Weil dann ist die halt mehr wert. Und dann habe ich in der Komplettlösung, glaube ich, geguckt. Und ich kann das mal eben machen. Da kann man diesen grünen Edelstein, der mir immer gefehlt hat. Der da. Ja, der kann in die Maske rein. Genau. Sehr schön. Aber trotzdem werden wir noch nicht verkaufen, weil, wie gesagt, da kommen noch zwei weitere Steine rein. Hallo? Got a selection of what are you selling? Got a selection of what are you selling? Das ist nicht schlecht. Also er hat eine Kollektion von dem, was wir verkaufen. Das ist ja sehr geil. Sehr schön. Ah, okay. Goldenes Hühnerei. Bringt 3000 Ocken. Das ist doch nicht schlecht für ein Hühnerei. Thank you. Genau, da gibt's wieder 10er für. Is that all, stranger? Spinelle. Die Pfeife. Goldarmreif. Das sind so die Standard-Sachen, die man einkaufen kann. Die geben halt immer so 10.000 Sachen. Ah, Ladegeschwindigkeit.
Dann haben wir auch die Killer 7 bald komplett upgraded. Was ja eigentlich ganz cool ist. So, aufsteigen. So, jetzt gehen wir zurück zur Hütte, speichern dann nochmal ab und dann, ja, noch einen Bereich machen wir noch. Ich glaube nicht mehr, dass wir jetzt komplett noch zur Elgigante kommen zeitlich, werde ich sehen. Wahrscheinlich eher nicht. Ansonsten in der Nachmittagssession, sag ich dann mal. Mehr gibt es hier auf dem See, glaube ich, nicht zu entdecken. Man könnte sogar noch wieder zurück zu dem anderen Ufer, wo wir hergekommen sind. Das geht durchaus, aber macht wenig Sinn. So, ich könnte natürlich jetzt noch auf die Fische ballern, aber nö, was soll's, ne? So, also einmal eine Abspeicherung vornehmen in der Hütte. Genau, hier. Und dann machen wir noch ein bisschen weiter. Ja, die Gegner haben jetzt eine Eigenart, die ich damals ziemlich scheiße fand. Und zwar, wenn wir jetzt im Kopfschuss landen, ist das halt nicht mehr so schön, dass die dann direkt tot sind. Also in manchen Fällen vielleicht schon. Aber es passiert jetzt öfter, dass der Kopf praktisch abgeht und dass dann was aus dem Kopf herausschießt. Und das ist nicht so angenehm, so Tentakel. Und die sind richtig nervig, die muss man dann nochmal extra töten. Das kann durchaus richtig nervig werden, allerdings sind die sehr lichtempfindlich. Das heißt, wenn man da eine Blendgranate hinschmeißt, sind diese Tentakel sofort weg. Aber das werdet ihr gleich sehen. Er hier. Schick, ne? Vor allem, dass die Augen noch dranhängen. Ach, fuck. Die können einem richtig wehtun, die Dinger. Ja, das ist klar. Ist da noch was drin hier? Nein. Ja, ja. Die Gegner werden halt nicht leichter, was ja auch gut ist, ne? Das muss ja auch so sein. Genau, hier ist so eine Art Schleuse. Ich glaube, müssen wir die eigentlich schließen? Wie war denn das noch? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Mit diesen Teilen immer aufpassen, wenn da was drin glänzt, dann ist da vielleicht ein Spinell drin. Die kann man noch weitergehen. Das habe ich früher auch mal nicht gesehen, ne? Gibt es da nochmal eine Granate? Also es gibt öfter mal so kleine Abzweigungen und Wege, wo man echt mal ein bisschen genauer hingucken muss. Und dann findet man auch ein bisschen mehr. Ne? Immer mit offenen Augen durch die Welt gehen. Das hat mir dieses Spiel beigebracht. So. Ja. Abseilen. Ja. Hier gab es nämlich noch was Tolles. Warte mal. War hier nicht noch an der Wand? Ja. Ja, die meisten Sachen habe ich noch so im Kopf. Aber nicht mehr alle. Es ist schon lange her, echt. Also das Let's Play war wirklich... Aua! Das Let's Play war wirklich das letzte Mal, dass ich dieses Spiel wirklich gespielt habe. Komm mal hoch da. Hi, mein Freund. Hier bin ich. Oh. Bleib. Ich komme gleich runter. Kann ich von hier aus noch irgendwas machen? Stimmt, ich darf diese Kisten abschießen, ne? Wie war das? Ja, muss ich. War anscheinend noch nicht von hier. Oder ging das jetzt noch nicht? Auf jeden Fall geht das irgendwann. Ah, er ist schon tot. Ich dachte, er verträgt noch eine Kugel. Nö. Und er gibt mir nicht mal was, der Sack, ne? So ein Penner. So. Wo war denn das jetzt noch? Ach, hier muss ich die Kisten abschießen. Genau. Hopp. Hopp. Genau. Dann kann ich, glaube ich... Wieso geht das nicht? Geht das echt nicht? Doch, meine ich doch, muss doch gehen. Sehr schön. Jetzt kommen die nämlich hier hin. Wahrscheinlich müssen die auch richtig platziert sein, damit das funktioniert. So. Zack. Und nochmal zack. So, und gleich bekommen wir hier nämlich Besuch. Aber das nehmen wir noch mit. Nix drin. Unglaublich. Unglaublich. So, da oben, entweder ist da ein Schalter oder ein Hebel, irgendwas war da jedenfalls. Genau, sowas. Was macht denn der nochmal? Ach, der leitet das Wasser um. Ah.
Genau, hinterm Wasserfall hatten wir ja gehört, da ist ein Schlüssel versteckt und da wollen wir hin. Ach, es geht die Schotten-Ding. Ah! Genau, und somit gelangen wir jetzt praktisch unter den Wasserfall. Mhm. Das ging irgendwie vorher nicht, da kann man nicht durchgehen. Wobei, normal müsste das ja gehen, aber nein, das ging nicht. Das wusste ich. Deswegen gehen wir jetzt zurück. Hopp. Wir kriegen zwar jetzt keine Sachen für die, wenn sie runterfallen, aber sie sind relativ schnell erledigt. Noch einer. So. Und keiner hat sich verwandelt. Das ist natürlich ziemlich geil. Weil ich, ja gut, wenn man nicht auf die Köpfe zielt, ist es meistens so, dass die Teile auch nicht rauskommen, diese komischen Tentakel. Diese Parasiten, habe ich immer gesagt. Auch mit. Ah. Oh, ein Bernsteinring. Das ist natürlich schön. Ich mag Bernstein. Bernstein sieht echt toll aus. Ist zwar nicht besonders wertvoll, aber Bernstein hat schon was. Ist hübsch. Ich bin ja normalerweise nicht so der Schmuckfreund. Ich würde auch selbst keinen Bernsteinring tragen, davon abgesehen. Aber so an sich finde ich, ist Bernstein schon was ganz Hübsches. Auch Rubine, so ein Rubinrot ist auch was Schönes, ja. Doch. Ich mag es halt gerne schön bunt bei Schmuck. So normaler Kristall oder so, weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht so anziehend. Okay, sieht ein bisschen komisch aus. Eine runde Insignie. Die haben wir. Jawohl. Sehr schön. Das wollte ich erreichen. Hallo, Hannigan. I've obtained an object that resembles a cult group's insignia. Wonderful, Leon. Head back to the church. Ashley's safety is our immediate priority. Ja. Das war sehr wichtig, das Gespräch. Ich glaube, wir kommen jetzt direkt wieder zurück zu diesem Punkt, wo wir bei dem einen Händler da waren. Also, wie soll ich das jetzt erklären? Wo ich noch gesagt habe, wir kriegen hier bald ein Boot. Ich glaube, da kommen wir gleich raus. Mhm. War hier noch was? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ist da was drin? Ja. Ha! Wusste ich doch. Ich weiß nicht, ich probiere mal eben was. Ich habe ja noch eine über, wenn ich... Gebt ihr mir was oder gebt ihr mir nichts? Nee, sie sterben einfach nur. Also für die Fledermäuse kriegen wir nichts. Ich wusste es nicht mehr genau. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Wir haben ja ganz gut Granaten da. Deswegen geht das eigentlich. Und wir könnten mal ein Ei fressen. Oh, hat natürlich nicht viel gebracht. So. Boah. Okay. In Anbetracht dessen, was gleich kommt, nehme ich, glaube ich, mal die DMP. ja. So. Ich weiß ja, was gleich passiert. Nee. So, haben wir hier noch was? Ich glaube, ich habe an alles gedacht, ne? Ja, ist ja nicht viel. So, Leon, dann paddeln wir mal zurück. Ich glaube, hier kann ich auch nicht steuern. Das ist nur eine kleine Sequenz. Ja, genau. Jetzt kommen wir zum Handler. Mhm. Genau, das habe ich gemeint. Hier sind auch wieder Fische, ne? Aber nee, die lassen wir einfach mal Fische sein. Wir können natürlich mal kurz vorbeigucken. Ich habe zwar nicht viel. What are you selling? Oder habe ich irgendwas zu verscherbeln? Ja gut, zwei Spinnen habe ich gefunden. Die Bernsteinring. Genau. Wohin war? Ach doch, das waren ja schon die Schätze. 63 kriege ich noch was. Ich glaube, 63 kriege ich nichts, ne? Nee. Aber nach dem nächsten Kampf, denke ich, da sollte was klappen. Da sollte was drin sein. Machen wir den noch? Ja, komm, das schaffen wir noch. Dann zeige ich euch jetzt nochmal den Kampf gegen El Gigante. Das sollten wir noch hinkriegen, denke ich, in diesem Part. Und dann ist auch die erste Aufnahmesession vorbei. Ich denke mal, ich werde heute Nachmittag ein kleines Ründchen aufnehmen. Vor dem Werder-Spiel natürlich. Werder spielt heute erst um 5:30. Ne, um 6. Gegen Leipzig, ja. Bin gespannt, wie es wird. Ich hoffe ja Gutes. Wir haben schon mal zu Hause gegen Leipzig gewonnen. 3-0. Ist schon länger her. Ein, zwei Jahre. Aber kann sich gern wiederholen. Ne? Mal schauen. Wäre schön. Aber vorher kann ich noch eine Runde aufnehmen.
Das ist gut. So. Das Gute ist, gleich zahlt sich's aus, dass wir unseren Hund gerettet haben damals aus dieser Bärenfalle. Denn der wird uns höchstwahrscheinlich gleich unterstützen. Okay. Geiler Auftritt, finde ich. Ui, das geht schnell. Ja, die Waffe ist halt gut aufgelevelt. Okay, hoch. Und schneidet. Man kann auf dieses Tentakelding theoretisch auch draufschießen. Okay, ich lasse mal ein bisschen die Häuser hier kaputt stampfen. Macht er zwar gar nicht. Okay, ich geh ein bisschen Abstand holen. Komm her. Immer schön auf den Kopf schießen. Fuck! Da habe ich nicht mit gerechnet. Genau, der lenkt ihn jetzt nämlich ab. Aber wir müssen mal eben zwischendurch was essen, das ist ganz wichtig. So. Jetzt geht's mir besser. Okay. Ich versuche weiter drauf zu schießen. Geht bestimmt ganz gut. Ja. Okay. Und nochmal drauf. Ja. Und ich kann euch schon mal verraten, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir eine El-Gigante besiegt haben. 15.000! Er wirkt es gar nicht mehr so riesig, wenn er hier erstmal so liegt, finde ich, ne? Geht. Ja, dann sammeln wir jetzt nochmal die ganzen Sachen hier ein, die hier rumliegen. Und dann gehen wir nochmal zum Händler und gucken, ob wir noch was mit den ganzen Sachen machen können. Und mit dem Geld. Und ja, dann machen wir jetzt hier erstmal Schluss. Das passt eigentlich super. Und beim nächsten Mal werden wir dann endlich Ashley retten. Und, ja, da könnt ihr ja schon mal drauf gefasst sein, die wird auch nicht normal aussehen für diejenigen, die jetzt praktisch dieses Spiel, das erste Mal sehen, denn, normalerweise ist sie gekleidet wie ein normales Mädchen, sag ich mal, sieht man auch in der Cutscene dann, und, aber sie wird hier ein neues Outfit haben, genauso wie wir, weil ich ja das Spezialoutfit 2 gewählt habe, und, es sieht ein wenig gewöhnungsbedürftig aus, sag ich mal, vor allem, es ist aber sehr praktisch. Ich will auch nicht verraten, was es ist, aber sie hat was sehr, sehr Interessantes an, was es den Gegnern schwerer macht, sie anzugreifen, beziehungsweise was es den Gegnern eigentlich unmöglich macht, sie anzugreifen. Dadurch ist dieses Spezialoutfit eine richtig, richtig coole Bereicherung für uns. Ich gehe jetzt nochmal zum Händler und guck mal, ob wir eventuell noch was auftunen können jetzt. Moment, ich wollte mir kurz das Menü vor, das habe ich vergessen. Genau, wir können nämlich noch so eine Supermischung zusammenbasteln, das ist sehr gut. Denn die können wir ja verscherbeln. Das mache ich auch gleich. Und ja, dich hau ich da in die Ecke.
Unsere Munition wird auch langsam ein bisschen, ja, was soll ich sagen? Die lichtet sich langsam ein bisschen. Das ist auch ganz gut. Das soll ja auch nicht zu einfach werden, das Ganze. So. Verkaufen. Und dann nehmen wir diese schöne Mischung, die ich da jetzt zusammen gebastelt habe, mit dem Gelb drin. Die, genau. Nochmal zwei Spinelle. Und jetzt können wir den nächsten Schritt kaufen. Perfekt. So, und jetzt wäre praktisch, glaube ich, nur die Möglichkeit... nee, die Killer 7 ist komplett. Aber diese Exklusivversion müsste man auch noch kaufen können. Na egal. Aktuell können wir nichts mehr tunen. Das ist ja krass. Jo, dann speichern wir jetzt ab. Und ja, ich sag nochmal, ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß an diesem Projekt. Ich freue mich schon auf die nächste Aufnahme, sprich nachher. Und hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Würde mich sehr, sehr freuen. Ja, schreibt mir ruhig, wie ihr dieses Replay findet. Und ob das in Ordnung ist, so wie ich es jetzt gerade mache, dass ich jetzt nicht hundertprozentig auf die Story... Also ich lese ja schon alle Dokumente vor und ich nehme auch das Ende nicht vorweg. Aber ich kann ja schon so ein bisschen Hintergrundwissen erzählen und was zu den Outfits und so. Es ist halt ein Replay und da darf man das auch schon mal machen, denke ich. Ja, wie gesagt, bis zum nächsten Part. Euer Alex, ciao. Bis zum nächsten Mal.